ohne Vitamin B keine DJ-Gigs. Kennst du das? Mehr dazu in diesem Video. Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Ich bin erkältungstechnisch aktuell noch ein wenig angeschlagen, deswegen diesmal nur ein ganz, ganz kurzes Video. Ja, und da ich seit einigen Tagen durch die Erkältung auf der Couch liege, habe ich viel Zeit, mich in Facebook-Foren, in DJ-Gruppen und so weiter ein bisschen reinzulesen. Und ich muss euch ehrlich sagen, oh mein Gott! Was ein Gejammer, was ein Geheule, man kommt an keine DJ-Aufträge, als Anfänger kriegt man keine Chance. Die DJs jammern, sie heulen, sie mosern rum. Und das Häufigste, was ich höre, man gibt mir als Anfänger keine Chance, denn ohne Vitamin B kommst du nirgends rein. Hast du das vielleicht selbst schon mal gehört? Ohne Vitamin B kommst du nirgends rein. Also als DJ in keinen Club, in keine freien DJ-Slots und so weiter. Das B in Vitamin B steht übrigens für Beziehungen, also Connections mit anderen, die dir dabei helfen, an diese Aufträge ranzukommen. Doch einfach mal offen drüber nachgedacht. Ich hatte wirklich viel Zeit zum Nachdenken die letzten Tage. Woher bekommt man dieses Vitamin B? Wo lernt man die Menschen kennen, die einem bei dem Weg dahin helfen können? Und eigentlich ist es ganz einfach. Kennst du schon DJs, die in Clubs auflegen? Oder DJs, die oft auf Hochzeiten unterwegs sind? Oder welche, die sogar die Slots auf Festivals spielen? Dann solltest du dich mit genau diesen connecten. Und kennst du sie nicht? Wo trifft man solche Menschen? Oder wo lernt man sie kennen? Und auch das ist relativ einfach. Zum Beispiel auf DJ-Treffen. Da sind nämlich diese Art DJ schon vorhanden. Und glaub mir, es gibt nicht viele davon in Deutschland, also nicht viele DJ-Treffen. Aber eines davon, das mache ich zum Beispiel selber. Und was da schon an Connections entstanden ist, glaub mir, das ist Goldwerk. Einige DJs fahren sogar speziell für dieses DJ-Treffens und die Chance auf diese Connections über 300 Kilometer. Nur um die Chance zu bekommen, sich mit anderen DJs anzufreunden, auszutauschen und sich mit denen zu connecten. Und wenn einer dieser DJs dann mal einen Ersatz-DJ braucht oder jemanden für einen seiner DJ-Bookings sucht, an wen wird er dann wohl denken? Richtig, wahrscheinlich an dich. Nutze daher einfach mal die Chance und sei bei so einem DJ-Treffen doch mal selbst dabei. Trage dich zum Beispiel auf dem i hier oben in meinen E-Mail-Verteiler für die DJ-Treffen mit ein und werde benachrichtigt, sobald das nächste Treffen ansteht. Nutze deine Chance, um dich mit anderen DJs zu connecten. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr eure Chance nutzt und dabei seid. Eine letzte Anekdote des Verkaufstrainers Dirk Kräuter möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Er sagt immer gerne: Es gibt zwei Art Menschen da draußen. Die einen, die rausgehen und sich holen, was sie wollen, und es gibt die anderen. Gehöre zu den Ersten.